Liebe Frau Mülle, fürchtet euch nicht. Liebe ausstellenden Künstlerinnen und Künstler, liebe nicht ausstellende Künstlerinnen und Künstler, und irgendwie sind wir doch alle Lebenskünstlerinnen und Lebenskünstler und schauen, was der heutige Tag gibt und was wir morgen tun können. Schön, dass ihr heute Abend alle hier ins Einfach dargekommen seid. Mein Name ist Ralf Hirsch, ich bin der Pfarrer von der katholischen Kirchengemeinde St. Stephanus, zu der hier dieser Ort gehört. Und dieses Einfach da ist eines unserer Lieblingskinder. Dieses Einfach da ist nämlich ein Ort, wo wir einfach mal versuchen, wie das denn ist, wenn sich kirchliche Öffentlichkeit und allgemein städtische, gesellschaftliche Öffentlichkeit verbinden. Wenn man einfach mal eine Tür aufmacht. Das Markenzeichen dieses Raums ist eigentlich die offene Tür. Und dann guckt man, was reinkommt, wer reinkommt, was geschieht. Und wir als Kirchenleute glauben, dass das was zu tun hat mit dem, was Menschen glauben und hoffen. Und dass es deshalb uns interessiert und unser Anliegen ist. Und da muss gar nicht überall ein dickes, großes, fettes Kreuz hängen. Das ist prima, so ein Kreuz, aber das muss nicht gleich überall sein. Denn man kann einfach erstmal so zusammenkommen und schauen, was da stattfindet. Sie wollen keine Predigt von mir hören, ne? Das ist mir doch. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass das, was heute Abend hier stattfindet, auch einfach da ist. Wissen Sie, warum das Ding einfach da heißt? Weil früher hier ein Tracking-Laden drin war. Der ist jetzt da hinten an der anderen Seite. Der heißt einfach weg. Und dann war einfach weg. Naja. Und einfach weg war dann einfach weg. Oder dann wird dann da. Dann sind wir einfach da. Wir betreiben das als ein, wie gesagt, Raum der Begegnung. Ulrike Zanz ist hier. Ulrike Zanz ist die, die das von der pastoralen Seite her leitet und begleitet und einen guten Geist darüber wirft. Ich bin jetzt hier so ein dekoratives Aushängeschild als Pfarrer, der halt so ein paar Worte sagt und so. Und die Petra Müllerich, das ist die Kuratorin des Teils Kunstraum. Wissen Sie, wir wollen das nicht zu kompliziert und so zu strukturiert machen. Aber hier passiert halt auch so richtig gute, schöne, lebendige Kunst aus dem, was Menschen fühlen und denken und wie sich das entäußert. Und dass das hier geschieht, dafür steht Petra Müllewitsch. Und ich bin der Petra Müllewitsch sehr dankbar für diese Arbeit, weil das nämlich eine ganz besondere Arbeit ist, weil das ein ganz besonderes Gespür, eine ganz besondere Begabung ist. Und ich freue mich, dass es diese Kooperation hier an dieser Stelle und hoffentlich ganz viel darüber hinaus gibt und geben wird. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie heute Abend hier ein Fest des Lebens feiern, dass Sie eine gute Zeit haben, dass Sie sich begeistern und inspirieren lassen, dass Sie auf sich wirken lassen, was hier so an den Wänden hängt, dass Sie bitte nicht fragen, was soll das bedeuten? Oder lassen Sie den Künstler seine Bedeutung und suchen Sie, was es für Sie bedeutet, was hier heute Abend passiert. Das bedeutet, einfach da zu sein und miteinander einfach da zu sein. Ich bin halt ein Priestermann. Ich sage, für mich ist das Gottes- und Menschendienst. Wir feiern heute eine Liturgie des Lebens hier. So sehe ich das aus meiner Sicht. Das möchte sich nicht über Sie drüber werfen. Sie dürfen das gerne so interpretieren, wie Sie das wahrnehmen. Ich möchte Sie nur bitten, dass wir tatsächlich gemeinsam heute diesen Abend genießen und die Zeit nutzen, uns inspirieren, begeistern zu lassen von gutem Geist, der in unsere Herzen, in unsere Köpfe, in unser Leben hineinkommt. Haben Sie alle einen schönen Abend und herzlich willkommen. Also ich kann das nicht so frei Schnauze rüberbringen, ich kann nur ablesen. Sie sind Frau Müllewitsch und das ist schon vollkommen genug. Dankeschön. Also wir, die 22 Mitglieder des Kulturkreises, heißen Sie zur ersten Vernissage der Kunstausstellung Richtig Bunt in dieser Begegnungsstätte aller Kulturen in Einfach da sowie im neuen Kunstraum herzlich willkommen. Seit 3 Jahren arbeiten wir mit der Citykirche zusammen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch mit dieser Herausforderung stellen zu können. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an Herrn Pfarrer Hirsch und an allen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die dieses tolle Projekt Begegnungsstätte aller Kulturen einfach da unterstützen.
Bedanken möchte ich mich auch bei meinem tollen Team, den Mitgliedern des Kulturkreises, die mich bei unseren Projekten ehrenamtlich unterstützen. Und jetzt gebe ich das Wort an meinen Kollegen Hakan Usa-Leiter, der wird noch eine kleine Erklärung hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das eine Schulderaufgabe ist, oder doch nicht eine Schulderaufgabe. Wir saßen hier vor ein paar Wochen und haben uns überlegt, beziehungsweise Petra hat vorgestellt, welche Pläne sie noch hat und glauben Sie, also wenn im Kreis dabei ist, der weiß, sie hat enorm viele Pläne und die anderen müssen das einfach jetzt glauben. Also es passiert sehr viel und die Pläne sind sehr groß und noch viele andere Aktivitäten, das ist hier eine, Kunst im Schaufenster ist eine andere und offene Bühne ist noch eins und ich werde bestimmt nicht alle aufzählen können. Und solche Projekte haben so einen kleinen Nebeneffekt, die kosten meistens etwas. Ja, und jetzt kommt mein Teil. Also über Geld wollte ich eigentlich heute gar nicht reden, wobei ich Liturgie des Lebens, Kollekte könnte man noch einbauen und sowas. Also machen wir es nicht. Wir reden nicht über Geld, wir reden über Geschenke. Also für solche Aktivitäten braucht man diesen Geld. Das meiste passiert ehrenamtlich. Geld wird bei solchen Aktivitäten nicht verdient. Es gibt viele Leute, die helfen und aufbauen und dekorieren und gestalten. Und die Gastgeber geben meistens die Räume kostenlos zur Verfügung. Und meistens laden sie noch zu einem Wein bei der Vernissage. Trotzdem, so fürs Jahr brauchen wir ein paar hundert Euro schon, um das machen zu können. Und wer Freude an solchen Geschichten hat, der denkt, denke ich, praktisch auch gerne das unterstützen. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, Gäste, liebe Gäste und auch die eine oder andere Künstler, dann freuen wir uns, wenn Sie uns was schenken. Kleine Münze, kleine Banknoten, ein bisschen Geld. Und wir wollen es einfach nicht so bekommen, so umsonst. Wir wollen auch keine Kollekte mit Köpfchen machen. Wir wollen etwas dagegen schenken, zurückschenken. Und was wir schenken können, sind unsere Werke, unsere Kunstwerke. Die finden Sie in der Regal da hinten. Das sind viele kleine Miniaturen. Das ist eigentlich, repräsentiert nicht ganz den Künstler. Der eine oder andere müsste sich da vielleicht ein bisschen auch zurückziehen, um was Kleines zu schaffen. Nicht jedem passt das. Es sind kleine Bilder, denen wir Danke sagen wollen für das, was Sie uns schenken. Und da stehen auch meistens irgendwelche Preise, so Preisstufen, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro. Da freuen wir uns, wenn Sie sich was aussuchen und dafür ein Dankeschön mitnehmen nach Hause. Und wenn Sie das Doppelte reinlegen, dann freuen wir uns auch darüber. Ich will jetzt die Latte nicht runterdrücken, weil wir freuen Sie dann alles, was Sie uns in diese schöne Spardose da reinlegen. Und ja, ich denke, das sind wirklich sehr schöne Dinge. Schöne Dinge, die man so mitnehmen kann, zum nächsten Geburtstag gehen, Grillparty für den Nachbar, Weihnachtsgeschenk, es ist alles dabei, schauen Sie das an. Natürlich, wenn die Künstler freuen sich bestimmt auch mit etwas von den großen Werken nach Hause. Okay, und fällt es auch an dieser Stelle. Also Sie wissen, Liebe Regal, gehen Sie am Laufe des Abends einmal vorbei, schauen Sie an, was da schön ist, vielleicht finden Sie etwas Nettes für sich. Ja, und es geht noch weiter. An der Wäscheleine hängen auch noch ein paar Jacke hier vorne. Und dann möchte ich noch auf das Kaffeeschweinchen von der Begegnungsstätte aller Kulturen hinweisen. Die freuen sich bestimmt auch über eine kleine Spende für Kaffee und Tee. Danke Ihnen und ich wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend. Thank you.